Every story is a love story. Kapitel 4 von Merlin an Freya. Betreff. Machst du schon Mittagspause? Bitte sag mir, dass du schon Mittagspause machst. Gwen ist mit Lance beim Essen, sonst würde ich dich nicht belästigen, aber ich muss mit jemandem reden, oder ich werde sehr wahrscheinlich etwas wirklich dummes tun. Von Freya an Merlin. Betreff: Re: -E. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, entschuldige die Wartezeit, hab gerade noch ein Telefonat beendet. Wo brennst denn? Soll ich dich anrufen? Von Merlin an Freya, betreff Re-Re. Nein, wäre nicht besonders sinnvoll. Ist vermutlich besser für mich, das per E-Mail zu machen. Habe minder schweres Arthur-induziertes Freakout. Hast du ein bisschen Zeit für Instant Messaging? Ist schneller als Mail, wird nicht so viel Zeit von deiner Pause in Anspruch nehmen. Hier bin ich. Arthur schenkt mir gerade nicht besonders viel Beachtung und ich mache sowieso theoretisch Mittagspause. Also, wo liegt das Problem? Ist es irgendwie auf magische Art über die ganzen letzten Jahre hinweg meiner Aufmerksamkeit entgangen, dass Arthur bisexuell ist, oder macht er zurzeit eine durch Tintagel hervorgerufene Sexualitätskrise durch? Oh Gott. Ja, ich weiß das schon seit Jahren. Genauer genommen, seit er einem missmutigen One-Night-Stand-Hat Blumen schicken lassen. Naja, weil er Arthur ist. Und du hast es nicht für nötig gehalten, mir das zu sagen? Ich war ein paar Mal mit euch im Pub, wenn ihr schon leicht angeheitert wart. Fällt dir wirklich nicht auf, wie er den anderen Männern auf den Hintern starrt? Nein? Wahrscheinlich deswegen, weil du zu sehr damit beschäftigt bist, ihn anzuglotzen wie einer deiner Figuren aus deinen Büchern? Also, vielleicht hätte ich es dir sagen sollen, aber macht es denn letzten Endes so einen großen Unterschied? Ja. Weil ich mir jetzt Hoffnungen mache und nicht damit aufhören kann, die ganzen Gelegenheiten in meinem Kopf durchzuspulen, bei denen er mir gesagt hat, dass ich seine Lieblingsperson bin, wie zum Beispiel letzte Nacht, als er betrunken war und seine Hände nicht von mir lassen konnte. Er zieht langsam sogar Gwen auf seine Seite und das hätte wirklich nicht passieren sollen. Ich bin das dümmste schwule Klischee auf diesem Planeten. Du solltest ihn verführen. Was? Lock ihn aus der Reserve. Arthur ist wundervoll, aber er ist manchmal schrecklich blind. Das muss er wohl sein, wenn ihm nicht auffällt, dass Ronald und Ellen ihr Beine seid. Nur mit vertauschten Haarfarben. Er hat sein ganzes Leben in ketchbüchern verbracht und immer noch nicht bemerkt, dass du Hals über Kopf in ihn verliebt bist. Oder er ist einfach nicht interessiert. Er ist so darauf versessen, nicht sein Vater zu sein. Wundert es dich da, dass ihm nicht auffällt, dass er in seiner eigenen Version der Liebesgeschichte seiner Eltern gelandet ist? Aber er mag dich mehr als jeden anderen Merlin und er findet, dass deine 16 heiß sind. Und das ist ein besserer Anfang, als ihn sich die meisten Leute wünschen könnten. Es braucht kein Genie, um zu wissen, dass Arthur ein bisschen übersättigt von dem ganzen geschriebenen Sex ist. Du hast dich zu viel mit Morgana unterhalten. Und woher möchtest du wissen, dass er die Sachen, die ich schreibe, heiß findet? Ich weigere mich zu glauben, dass du und Arthur über meine Sexszenen diskutiert, denn das würde bedeuten, dass ich die nächsten zehn Jahre versteckt unter meinem Bett verbringen muss. Es wurde recht offensichtlich, als er etwa nach der Hälfte seiner Korrekturlesung von Jägers Herz eine halbe Flasche Wasser auf einmal in sich reinkippte und dann angefangen hat, an seiner Krawatte herumzufummeln. Erzähl mir sowas nicht! Ich muss schon furchtbar viel an meinem Buch mit dem Piraten und an einem meiner Zeitgenössischen herum verbessern, weil ich inzwischen grauenhafte Angst davor habe, dass er es sonst einfach irgendwie herausfinden wird! Wäre es denn so schlimm, wenn er es herausfände? Nicht, wenn er Ja sagen würde. Ich muss los. Einen schönen Nachmittag noch. Danke. Du musst überhaupt nicht los! Merlin? Von Freya an Morgana betreff Arthur und Merlin Ich weiß nicht, was heute früh passiert ist, aber ich glaube, dass du der Sache mehr geschadet als genutzt hast. Wirken beide ein bisschen verloren und das nicht auf die verkaterte Art. Von Morgana an Freya betreff R.E. Arthur und Merlin Jemand musste doch mal. Irgendwas unternehmen. Hab ein wenig Vertrauen. Sie werden das schon irgendwie hinkriegen. Es war einfach zu vergessen, dass sie Freunde waren, dass sie ihre gegenseitigen Rückzugsorte waren, dass sie sich einmal während ihrer Schulzeit das Versprechen gegeben hatten, dass sie, wenn sie beide dreißig wären und dann noch niemanden gefunden hätten, es miteinander versuchen würden. Jetzt, wo das Licht gedämpft und die Musik laut war, wir sollten vielleicht mit anderen Leuten tanzen. sagte Elliot, weil er langsam anfing, darüber nachzudenken, ob Lukes Hände an seinen Hüften und der Ausdruck in seinen Augen, die weiterhin wie magisch angezogen auf dem Knutschfleck an Elliots Hals verweilten, etwas bedeuteten. Und das war das Dümmste, was er überhaupt tun konnte. Findest du? Elliot schluckte und beobachtete, wie Lukes Augen der Bewegung seines Adamsapfels folgten. Ja, »Das tue ich.« Lucas presste sich noch enger an ihn, bis Elliot seine Härte an seiner Hüfte spüren konnte, der er sich unwillkürlich entgegendrückte. »Also ich nicht.« flüsterte Lucas an sein Ohr, und als er sich zurückzog, trat er das gerade weit genug, um Küsse an Elliots Kiefer entlang zu verteilen. »Du bist meine Lieblingsperson.« Gott, »Warum würde ich es nicht wollen?« »Warum hast du es damals jetzt noch nie gewollt?« Lucas hielt mit seinen Lippen direkt über den Bluterguss inne. Saugt aber nicht daran, um mir mit seinen eigenen zu überdecken. Ich wusste es nicht, bis du mit Sam zusammen warst, aber ich wollte euch nicht im Weg stehen. Und dann, als du Schluss gemacht hast, Himmel, ich dachte, das ist meine Chance. Und ich wollte warten, bis es sicher wäre, dass ihr euch nicht wieder zusammenraucht, aber als du so gestern Nacht mit diesem Kerl abgehauen bist. Da habe ich mir so sehr gewünscht, dass ich an seiner Stelle wäre. Arthur! sagte Freya in einem Ton, der ihm klarmachte, dass sie seinen Namen definitiv schon mehr als einmal gerufen hat. Ich lese, entgegnet er, ohne von seinem Bildschirm aufzusehen. Sie weiß, dass er heute Morgen das erste von Merlins zeitgenössischen Manuskripten in seinem Postfach vorgefunden hat, nach Wochen, in denen er beinahe nichts von Merlin gehört hat, abgesehen von den gelegentlichen, hereinflatternden, überarbeiteten Fassungen von Kapiteln aus des Jägers Herz, und dem stets damit einhergehenden Hinweis, ihn nicht zu stören, es sei denn, das Gebäude brennt gerade nieder. Ich weiß, aber du musst mir jetzt eine Minute lang zuhören. Ich muss jetzt gehen. Du wirst keinen Wachhund vor deiner Tür haben. Ich habe alle eventuell eingehenden Anrufe an Elaine weitergeleitet. Arthur reißt sich schließlich doch von der Geschichte auf seinem Laptop los, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nun auf ihre erste Sexszene zusteuert. Deren Einführung ihn schon in unlekturierter Form fast in den Wahnsinn treibt. Warte, du gehst? Warum gehst du? Bist du krank? Nein, Merlin hat gerade angerufen, um Bescheid zu geben, dass er in der Notaufnahme ist und jemand braucht, den ihn abholt. Uh, er ist mit seinem Fahrrad in einen kleinen Unfall geraten und wenn es heute nicht in der Stadt, also kann sie das nicht übernehmen. Gott, warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt? Arthur klappte seinen Laptop mit mehr Wucht zu, als unbedingt notwendig und stopfte ihn in seine Aktentasche, ohne sich die Mühe zu machen, ihn ordentlich auszuschalten. »Ich komme mit. Wenn du meine Anrufe weiterleiten lässt und ohnehin alle erwarten, dass ich am Lesen bin, gibt es nichts, was ich nicht auf später verschieben lässt, bis wir sicher sein können, dass alles okay mit ihm ist.« »Klang er, als sei alles okay?« Freya lächelte ihn an. Sie versuchte nicht einmal, ihm vom Mitkommen abzuhalten, sehr zu seiner Überraschung. Er klang ein wenig angeschlagen, also habe ich nicht so sehr nachgehakt, aber ich vermute, er hat sich den Arm gebrochen. Er ist irgendjemandes Rund ausgewichen, der direkt auf ihn zugelaufen ist, und dabei ist ein Auto ihm nicht weit genug ausgewichen, um ihn zu verfehlen. Arthur schnappte sich seine Jacke und boxierte sie aus dem Büro. Natürlich ist er in einen Autounfall verwickelt worden, weil er versucht hat, einen Hund zu retten. Typisch Merlin. Sie nimmt sich ihre Tasche, als sie an ihrem Arbeitsplatz vorbeikommen, ebenso wie ihr Handy, auf dem sie rasch eine Nachricht tippt, wahrscheinlich um irgendjemanden wissen zu lassen, dass der Geschäftsführer und die Geschäftsführungsassistenz für den Rest des Nachmittags außer Haus sind. Arthur widerstand dem Drang, Merlin unverzüglich anzurufen, um sicherzustellen, dass er bei Bewusstsein ist und nichts anderweitiges dummes anstellte, da er voraussichtlich nicht antworten wird, wenn sein Arm gebrochen ist. Und er ohnehin seit ihrer letzten gemeinsamen Saufnacht nur sehr sporadisch auf Arthurs SMS reagiert hat. Freya murmelte etwas, das er vorgibt zu überhören, weil er sie heute ausnahmsweise einmal nicht feuern will, als sie in das Taxi steigen, das neben ihn anhält, und gibt dem Fahrer die Adresse des Krankenhauses, in dem Marilyn auf sie wartet. Es ist keine lange Fahrt, aber Arthur kann die ganze Zeit lang nicht stillsitzen immer noch nicht ganz in der Realität angekommen, nachdem er so abrupt aus dem Lesen gerissen worden ist und zunehmend besorgt, je weiter er in die Wirklichkeit zurückkehrt. Denn Merlin ist ein wenig unfallgefährdet, ja, aber er ist, seit Arthur ihn kannte, noch in keinem Krankenhaus gelandet. Wie ist das neue Buch? fragt Freya, als er es endlich schafft, sie anzusehen, anstatt aus dem Fenster zu starren, und zu versuchen, den Verkehr durch reine Willenskraft dazu zu bringen, sich schneller zu bewegen. Gut, wirklich gut. Ich musste mir am Anfang nicht mal Sorgen machen, so wie bei Des Jägers Herz. So eine beste Freunde kommen zusammen, Geschichte, das ist eine der Ideen, mit denen er in seinen Texten am liebsten spielt. Sie blickte auf ihre Knie hinab. Ja, das ist mir aufgefallen. Mir lautet der Titel. Arthur erwähnte nicht, dass er die erste mit Lolita überschriebene Datei mit der Nachricht, ich werde das nicht lesen, bis du es ernst meinst, zurückschicken musste, da Merlin, selbst wenn er so unerklärlich unkommunikativ ist, immer noch ein ziemlicher Schwachkopf sein kann. In Liebe verzaubert. Was ich nicht unbedingt bemängeln kann. Nein, es also ist gar nicht schlecht für seine Verhältnisse. Sie reden den Rest des Weges zum Krankenhaus über das Buch, wo Arthur schließlich den Taxifahrer bezahlt und Freya die Führung überlässt, da er keine Ahnung hat, wohin sie gehen sollen. Sie spricht mit einer Krankenschwester, die sie gleich zu Merlin geleitet, der mit seinem linken Arm in Gips und Schlinge auf einem Sessel vor sich hindöst. Freya stürmt sofort auf ihn zu, um ihm eine sehr vorsichtige Knuddeleinheit zu verpassen, während Arthur etwas unbehaglich an der Wand steht und feststellt, dass er sein Büro zwei Stunden früher verlassen hat. Obwohl Freya auch ohne seine Hilfe Merlin einfach zurück zu seiner Wohnung bringen und ihn umsorgt hätte können, bis Gwen wieder zurück ist. Irgendwann, nachdem er Freya mit trüben Augen versichert hat, dass es ihm gut geht und dass sein Arm nicht plötzlich abfallen wird, sieht Merlin auf und blinzelt Arthur gelinde überrascht an. Warte, du bist auch hier? Was machst du hier? Hast du keinen Job? Ich habe einen Job, wirft Freya ein. Aber sie lächelt und dreht sich eine Sekunde später um, um mit der Krankenschwester abzuklären, wie viele Schmerztabletten Merlin schlucken darf und wann er sich zur Nachuntersuchung zurückmelden soll. Da sie ihn also anscheinend seinem Schicksal überlassen hat und Merlin ihn nach wie vor mit größeren Augen anstarrt, als gut für ihn sein kann, sucht Arthur nach etwas, das er sagen könnte. Sie sind aneinander gegenüber sonst nie so verlegen, aber ein paar Wochen dieser beinahe Stille. Und die ganze Krankenhausumgebung macht die ganze Situation irgendwie seltsam. Ich schätze, ich hätte dich einfach Freyas kompetenter Fürsorge überlassen sollen, aber ich war. besorgt, bringt er hervor, da Morgana ihn regelmäßig daran erinnert, dass es ihn nicht umbringen wird, hin und wieder zuzugeben, dass er Gefühle hat. Merlin verzieht das Gesicht, als er auf seinen Arm hinabsieht. Mmh. Mit dem hier zu tippen wird die Hölle sein. Die Überarbeitungen werden jetzt wahrscheinlich etwas länger. Mach dir keine Sorgen darum. Fällt Arthur ihm gleich ins Wort. Wir sind sowieso mit des Jägers Herz dem Zeitplan weit voraus und jetzt habe ich ja auch noch in Liebe verzaubert durchzuarbeiten. Es ist nicht so, als hätte ich zu wenig zu tun, also nimm dir so viel Zeit zum Gesundwerden, wie du brauchst. Sollte nicht zu so lange dauern, bis ich wieder gesund bin, um zu arbeiten. Ich kann auch mit einer Hand tippen, wenn ich muss. Oh Mann. Ich hasse Schmerzmittel. Ich bin total benebelt. Hm, benebelt ist besser als wehleidig. Sagt Freya, die gerade ihr Gespräch mit der Krankenschwester beendet hat, und zieht Merlin sanft auf die Füße. Arthur schnappt sich derweil die kleine Tasche mit Merlins Habseligkeiten. Sie entlassen dich, unter der Bedingung, dass jemand in den nächsten 24 Stunden auf dich aufpasst. Diese Beule da an deinem Kopf muss beobachtet werden. Ich habe heute Abend ein Date. Wann wird Gwen wieder zu Hause sein? Merlin stolpert neben ihn her, bis Arthur ihm zur Seite springt und etwas von seinem Gewicht übernimmt, wobei er das Beste tut, nicht gegen seinen eingegipsten Arm zu stoßen. Nicht vor Mitternacht vermutlich, aber ich werde wohl ein paar Stunden allein bewältigen können. Ist nicht das erste Mal, dass ich eine kleine Gehirnerschütterung habe. Ach, kein Problem, ich werde das Date einfach absagen. Es ist sowieso niemand Besonderes. Nein, das wirst du garantiert nicht tun. mischt Arthur sich ein. Ich bleibe bei ihm, wenn es dir nichts ausmacht, Merlin. Du hast Dinge zu erledigen. Du solltest in der Arbeit sein. Erwidert Merlin, während sie auf die Tür zusteuerten. Ich kann dein Buch bei dir in der Wohnung genauso gut lesen wie in meinem Arbeitszimmer. Besser sogar vermutlich, weil es unwahrscheinlicher ist, dass Morgana ihren Kopf hier reinsteckt und Ärger macht. Merlin sieht nicht besonders glücklich aus. Wenn du dir sicher bist, das bin ich. Also gut, sagt Freya und drückte die Tür auf, um sie ins Freie zu lassen. Ich habe den Gedanken daran absagen zu müssen nicht so sehr genossen, muss ich zugeben. Lasst uns ein Taxi rufen. Merlin verschläft die ganze Taxifahrt zu seiner Wohnung und ist mißlaunig und erschöpft, als sie ihn aufwecken, um ihn aus dem Taxi und die Treppe hinaufzubekommen. Arthur denkt ernsthaft darüber nach, ihn einfach hochzuheben und zu tragen, aber das würde seinem Arm wahrscheinlich keinen großen Gefallen tun und er hat nicht vor, die ganze Sache noch schlimmer zu machen. Also erwidert er einfach den Gefallen, den Merlin ihm getan hat, als er betrunken war und schiebt ihn behutsam von hinten die Treppe hinauf, während Freya ihn von der Seite her stützte und ihm gut zuredete. Sie kommen beinahe ohne Umstände in der Wohnung an. Und Arthur wird dazu abgestellt, Merlin in seinen Schlafanzug und ins Bett zu helfen, während Freya Wasser, Tabletten und alles andere besorgt. Mein Fahrrad ist kaputt, murmelt Merlin, während Arthur den Blick abwendet, um ihn einen einigermaßen privaten Kleidungswechsel zu ermöglichen. Dann ist es ja gut, dass du ein gut situierter Autor bist, der sich ein neues leisten kann, gibt Arthur zurück und streckt gerade noch rechtzeitig die Arme aus, um ihn am Umfallen zu hindern. Als seine Fähigkeiten, seine Pyjama-Hose mit nur einer Hand anzuziehen, hoffnungslos überschätzt. Versuch's nochmal. Ich hab wirklich kein Verlangen danach, dich anzukleiden, während du dich in dieser Verfassung befindest. Hast du je ein Verlangen danach, mich in irgendeiner Verfassung anzukleiden? Man möchte doch hoffen, dass du seit deiner Kindheit imstande bist, dich selbst anzuziehen, Merlin. Äh, obwohl. Äh, wenn ich mir so einige deiner Outfits ansehe, ist das durchaus fragwürdig. Hör auf, dich über ihn lustig zu machen. Er ist verletzt und kann sich nicht wehren. ruft Freya von der anderen Seite der Tür aus. Merlin, ist er anständig? Merlin hüpft ein bisschen und schafft es schließlich, sich das verbleibende Kleidungsstück anzuziehen. Ja, mir geht's gut. Und ich bin keine sechs Jahre alt. Ihr habt mich beide schon mehr oder weniger nackt gesehen. Freya kommt herein und verfrachtete ihn aufs Bett, neben das sie ihm ein Glas Wasser und zwei Tabletten stellt. Du kannst das Wasser jetzt schon trinken, aber die Tabletten solltest du erst in ein paar Stunden nehmen. Hast du Hunger? Merlin schüttelte den Kopf, und Arthur deckte ihn zu, auch wenn er sich dafür einen finsteren Blick einhandelt. Nichts zu schweres, wenn er Hunger kriegt, Arthur. Ansonsten verlasse ich mich auf deinen gesunden Menschenverstand. Es ist es in Ordnung, wenn ich euch zwei jetzt alleine lasse? Dann habe ich noch ein bisschen Zeit zum Einkaufen, bevor ich zu meinem Date aufbrechen muss. Geh ruhig, sagt Merlin. Sie küsst ihn auf die Stirn und schenkt Arthur ein kleines Lächeln, bevor sie die Wohnung verlässt. Ist es mir jetzt erlaubt zu schlafen, o oh allmächtiger Doktor? Ich bin irgendwie ziemlich am Ende. Ja, ich muß dich nur regelmäßig aufwecken und sicherstellen, dass du noch so viele Tassen im Schrank hast wie immer. Merlin beißt sich auf die Unterlippe. Du musst nicht bleiben. Ich hoffe, das weißt du. Ich hab's ernst gemeint, als ich gesagt habe, dass ich gut allein zurechtkomme. Arthur seufzt und versuchte nicht, die Bandagen anzustarren, die sich an Merlins Arm noch weiter nach oben ziehen als sein Gips, weil die Straße dort seine Haut aufgeschöpft hat. Sei ein bisschen nachsichtig mit mir, Merlin. Freya hat bei mir fast vorhin einen Herzinfarkt ausgelöst, als sie sagte, dass du in der Notaufnahme bist. Und ich kann dein Buch hier genauso gut lesen wie dort. Also jetzt schlaf einfach. Die Art, wie Merlin ansieht, mit vor Schmerz und Schmerz mit den glasierten Augen, aber immer noch ein wenig argwöhnisch, bringt ihn dazu, mit einer Frage herauszuplatzen, die er eigentlich vermeiden wollte. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, nein, um Gottes willen, natürlich nicht. Erwidert Merlin überrascht genug, dass es ein kleiner Trost ist. Arthur kann sich nicht zurückhalten, nachzubohren, nur ein bisschen. Du warst nur in letzter Zeit erstaunlich still. Es dauerte so lange, bis Merlin antwortet, dass Arthur sich schon fragt, ob er inzwischen eingeschlafen ist. Ich habe überarbeitet und vorlektoriert. Und ich hatte ein paar Sachen, über die ich nachdenken musste. Alles ist gut zwischen uns. Versprochen. Danach schläft Merlin tatsächlich ein und Arthur hängt seinem Laptop an den Strom und lässt sich auf der anderen Seite des Bettes nieder, um zu lesen. Wir haben immer gesagt, dass uns unsere Freundschaft wichtiger ist. Entgegnete Elliot, aber es fiel ihm schwer, Überzeugungen in seine Worte zu legen. Nur weil ich dich will, heißt es noch lange nicht, dass wir aufhören müssen, Freunde zu sein. Lucas küsste ihn schnell und bestimmt. Ich weiß, ich sollte warten, aber wenn ich dir Zeit zum Überlegen gebe, wirst du auch Zeit haben, Nein zu sagen, und du kannst mir nicht vormachen, dass du noch nie darüber nachgedacht hast. Doch das hatte Elliot tatsächlich nicht. In all den Jahren, die sie nun schon beste Freunde waren, und beide wussten, dass sie auf Männer standen. Er hatte ein wenig herumfantasiert, aber nie ernsthaft darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn Umarmungen an der Tür sich in Küsse wandeln würden, wenn sie ausgehen und am Ende nie mit jemand anderem den Club verlassen würden, als miteinander, anstatt einmal zu Beginn der Nacht zusammen zu tanzen und vielleicht später noch einmal, wenn es keine gute Auswahl gab. Aber nun mit Lukes Händen an seinen Hüften. Die fest und warm durch seine Kleidung drückten, war es schwierig, nicht darüber nachzudenken. Ich glaube, ich glaube, alles, was wir tun können, ist es zu versuchen. Arthur wachte ein Uhr morgens auf, Stunden nachdem er Merlin Käsetoast zum Abendessen gemacht und ihm seine Tabletten gegeben hat, bevor er ihm wieder den Schlaf überlassen hat, mit seinem Laptop zugeklappt in seinem Schoß und seine Hand in Merlins Haaren. Merlin liegt quer über seinem Bein und schnarcht leise. Arthur brauchte ein paar Sekunden, um herauszufinden, was ihn aufgeweckt hat, bis er aufsieht und Gwen im Türrahmen vorfindet, die sie beide mit einem Ausdruck in den Augen anblickt, den er nicht ganz einordnen kann. Einen Moment später nickte sie, ein kleines Lächeln auf den Lippen, und Arthur hatte kaum Zeit zurückzunicken und zu lächeln, bevor sie sorgfältig die Tür schließt. Er kontrollierte noch einmal, ob Merlins Atmung sich so verhält, wie sie es sollte, und schlummerte schon wieder ein, ehe er mehr tun kann, als seinen Laptop zur Seite zu legen. Das ist der Anzug von gestern. Dein Hemd sitzt nicht richtig. Und du trägst eine karierte Krawatte, begrüßte Morgana ihn fröhlich, als sie sein Büro fünf Minuten nach seiner Ankunft betritt. Gerüchte meinen, du und Freya hättet gestern aus einem irgendwie mit Mörden in Verbindung stehenden Grund die Firma frühzeitig verlassen. Also kann ich nur vermuten, dass du ihn die ganze Nacht lang durch die Matratze gefögelt hast und heute früh seine Klamotten stehlen musstest. Arthur massiert sich die Schläfen und fragt sich, wie die Chancen stehen, dass sie weggeht, wenn er so tot, als könnte er sie nicht hören. Wahrscheinlich eher schlecht. Das hat schon nicht funktioniert, als sie beide noch Kinder waren. Und auf welche Art wäre Freya dann in diese ganze Angelegenheit involviert? Morgana grinst anzüglich. Sag du es mir. Merlin hat sich den Arm gebrochen. Ich bin die Nacht über in seiner Wohnung geblieben und zu spät aufgewacht, um noch zu mir zu fahren und mir ein frisches Hemd zu besorgen. Wie üblich, vielen Dank für deine Sorge um mein nicht existierendes Sexleben. Geht's ihm gut? Gut genug, um sich heute früh darüber aufzuregen, wie furchtbar langsam der Gips das Tippen die nächsten Wochen machen wird. Ich habe ihm schon gesagt, dass er sich da keine Sorgen drum machen muss. Zwei Manuskripte, die lektoriert werden müssen, sind sicherlich genug für den Augenblick. Morgana summt leise und zustimmt. Als er wieder zu ihr aufblickt, sieht sie nachdenklich an. Du musst besorgt gewesen sein, dass du dein heißgeliebtes Büro mitten am helllichten Nachmittag verlassen hast. Selbstverständlich war ich besorgt. Gibt es irgendeinen besonderen Grund, wieso ich das nicht hätte sein sollen? Er ist immerhin mein bester Freund. Diese Antwort scheint ihr ganz offensichtlich nicht das zu geben, was sie sich vorgestellt hat, denn sie wechselt das Thema. Und wie ist dein neuestes? Wir sind alle schon gespannt, ob es sich so gut liest wie des Jägers Herz. Möglicherweise noch besser. Jägers Herz macht rasante Fortschritte. Wir können es wahrscheinlich schon bald zum Layouten schicken, obwohl Merlins Verletzung uns vielleicht ein bisschen ausbremst. »Aber er war schon immer wahnsinnig gut mit den zeitgenössischen Sachen. <laughs> Mehr Möglichkeiten, sich bei der Realität zu bedienen.« Morgana blinzelte ihn an, als hätte er es überrascht. »Was in aller Welt meinst du damit?« »Ach, du weißt schon, so kleine Sachen, die alle Autoren machen. Zum Beispiel, dass die Heldin seines letzten Zeitgenössischen immer ihre Lesebrille auf dem Kopf vergessen hat, so wie Gwen's passiert, wenn sie müde ist. Oder dass einer seiner Protagonisten eine Neigung zum Spitznamengeben entwickelt hat, ungefähr zur selben Zeit, als Gwen diese Phase hatte.« ich kann vollkommen ehrlich zugeben, dass mir das nie aufgefallen ist. Du bist nicht sein Lektor, also muss es das auch nicht. Eine Sekunde lang betrachtete sie ihn einfach nur mit leicht verengten Augen, bevor sie weiterfragt. Welche Sachen tauchen denn so in seinen Tintergirl-Novellen auf? Nur aus Neugierde. In seinen historischen Werken taucht selten überhaupt irgendwas auf. Roland hat einen Ring, den er so trägt wie ich den von Mom, aber ansonsten erinnere ich mich an nichts. In Liebe verzaubert, strotzt allerdings nur so davon. Einer der Charaktere nennt einen anderen sogar seine Lieblingsperson, wenn er ihm gerade besonders zugeneigt ist. Sie hebt eine Augenbraue. So wie Merlin es bei dir macht? So wie ich es bei Merlin mache. Nicht, dass dich das irgendwas angehen würde. Sie fängt an zu kichern und hält sich die Hand vor den Mund. In Gottes Namen, Morgana, was? Es kommt mir vor, als wärst du absichtlich ignorant. Ich kann mich wirklich nicht mit dir unterhalten, wenn du dich so aufführst, verkündet sie und schafft es kaum, ihren Gesichtsausdruck unter Kontrolle zu bekommen, bevor sie aus dem Büro stolziert. Es dauert weniger als eine Minute, bis Freya an der Tür auftaucht. Das war ja mal eine interessante Konversation. Oh gut, also lassen wir jetzt die sorgsam gepflegte Fassade einbrechen, die mich tagtäglich zu der irrigen Annahme verleitet. Ich hätte so etwas wie Privatsphäre. Grummelt Arthur in seine Hände hinein. Bist du auch hier, um mir zu sagen, dass ich ein Idiot bin. Eigentlich bin ich hier, um dich zu bitten, mir in Liebe verzaubert drüber zu schicken, da du anscheinend deine erste Korrekturlesung beendet hast. Er blickt auf, aber Freya sieht aufrichtig aus, obwohl ihre Brauen sich auf diese Weise zusammenziehen, die immer Ärger für irgendjemanden bedeutet. Ja, okay, kein Problem. Ich muss jetzt noch ein paar geschäftliche Sachen erledigen, also ich werde nicht sofort dazu kommen, mit meinen Korrekturanmerkungen anzufangen, aber ich werde es dir schicken, bevor ich mit dem Verbessern beginne. Klasse! Mithian will sich übrigens sehen. Sie ist gerade noch unten bei Elena, aber spätestens in einer Stunde wird sie wieder zurückkommen. Sie haben beschlossen, dass Sie Ihre beider Zeit am effektivsten nutzen können, wenn Sie Ihre Meetings an die Rezeption verlegen. Gut für Sie. Sie kommen gut miteinander zurecht, oder? Freya lächelt. Ja, Sie waren vorher schon nett zueinander. Aber das scheint jetzt ein vollkommen neues Level erreicht zu haben. Du weißt doch, wie gut Ihr Lektoren mit euren Schriftstellern zusammenkommt. Ich schätze, das tue ich. Sie wendet sich zum Gehen, Offenbar zufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs, aber er hält sie auf, bevor sie aus dem Büro treten kann. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie war das Date gestern Abend? Hm, besser als ich erwartet hätte. Ich bin froh, dass ich nicht absagen musste. Danke, dass du auf Merlin aufgepasst hast. Er hat deine Gegenwart vermutlich mehr genossen, als er es mit meiner getan hätte. Arthur hebt fragend die Augenbrauen. Ach, ich neige dazu, viel Brimborium um meine Patienten zu machen, erklärt sie. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss noch ein paar Anrufe tätigen und falls in Liebe verzaubert währenddessen zufällig in meinem Posteingang auftaucht, hätte ich mit Sicherheit nichts dagegen. Ich vergesse es nicht, verspricht Arthur und schafft es zu lächeln, als sie hinausgeht. Von da an geht es bergab. Arthur verbringt den Morgen bis über beide Ellenbogen in Papierkram und Telefongesprächen, die er lieber nicht führen würde, während Freya vor seiner Tür liest. Mithians kurzer Besuch ist ein Lichtblick, aber sie ist zwanzig Minuten später dran, als sie dachte, weil sie sich ein bisschen zu lange bei Elena aufgehalten hat, und er muss sie unterbrechen und entschuldigen wegschicken, als einer der Anwälte anruft, um ihn darüber zu informieren, dass eine Autorin kurzfristig aus ihrem Vertrag entlassen werden muss und er sich darum zu kümmern hat. Morgana schüttelte jedes Mal, wenn er ihr über den Weg läuft, traurig den Kopf. Freya ist mit den Gedanken woanders, als er Grain in der Grafikabteilung begegnet, wird er aus nicht näher identifizierbaren Gründen ausgelacht. Leon hinkt mit den Covern für die Avalon Linie hinterher, und alles, was er wirklich will, ist sich in sein Büro einzuschließen und ein paar vorbereitende Korrekturvorschläge von Merlin auszuarbeiten. Irgendwann gegen zwei nimmt er sich ein paar Minuten Zeit, um ihm eine E-Mail zu schreiben, auch wenn es darin nicht um Lektorenanmerkungen geht von Arthur an Merlin. Betreff, wie geht es dir? Sag mir bitte, wie schrecklich es doch ist, einen gebrochenen Abend zu haben, damit mir mein Tag ein bisschen weniger beschissen vorkommt. Es dauert eine ganze Stunde, bis er wieder dazu kommt, sein Mailprogramm zu öffnen. Irgendwo zwischen dem Beruhigen seiner verstimmten Autorin, die die Veröffentlichung ihres Buches nicht bis zum Frühjahr aufgeschoben haben will, auch wenn es sich dann deutlich besser verkaufen wird, und dem Durchsehen von Finanzberichten verschiedener Abteilungen. Mittlerweile steht er kurz davor, jemanden zu erwürgen, also ist er geradezu erleichtert, dass die einzige E-Mail, die bislang bei ihm eingegangen ist und nicht Teil einer Gruppenmail darstellt, zu deren Empfängerliste er nur aus Höflichkeit hinzugefügt wurde, von Merlin stammt. Von Merlin an Arthur. Betreff. Reh. Wie geht's dir? Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber abgesehen von ein paar Schmerzen ist der heutige Tag überhaupt nicht schrecklich. Gwen ist von der Arbeit zu Hause geblieben, um mich zu verhätscheln, und ich habe sogar ein paar Korrekturen zustande gebracht, auch wenn es langsam geht. Bin auf jeden Fall froh, dass ich in letzter Zeit so viel gearbeitet habe, so falle ich nicht zu weit zurück. Klingt aber, als hättest du keinen so guten Tag. Was ist los? Von Arthur an Merlin. Betreff Reh, Reh, wie geht es dir? Ach, heute ist nur einer dieser Tage, nicht genug Zeit. Die Hälfte der Leute, mit denen ich mich herumschlagen muss, ist schlecht gelaunt, und die andere Hälfte, allen voran Morgana, wirft mir aus unerklärlichen Gründen mitleidige Blicke zu. Außerdem hat sie mich heute Morgen einem Verhör unterzogen, weil ich deine Krawatte und dein Hemd gestohlen habe, welches unsäglich unbequem ist, nur zu deiner Information. Wenn es jetzt zur Gewohnheit wird, dass ich in deiner Wohnung einschlafe, werde ich anfangen, Kleidung dort zu horten. Aber nichts übertrieben Schlimmes, also habe ich keine Geschichten, mit denen ich dich unterhalten könnte? Ach ja, falls dich Morgana wegen eines Dreiers mit Freya und mir anspricht, steht es dir völlig frei, vehement zu leugnen. Oder auch nicht, wenn du eine interessante Ausrede für deinen Arm haben willst. Von Merlin an Arthur. Betreff Re, Re, Re. Wie geht's dir? Ich werde jetzt mal nicht fragen, warum du glaubst, dass Dreier zugebrochenen Armen führen, weil ich befürchte, dass die Antwort kinky genug ist, um meinen Eindruck von dir vollkommen auf den Kopf zu stellen. Aber äh, danke für das Angebot, denke ich. Tut mir leid, dass dein Tag so scheiße ist. Wünschte, ich könnte helfen. Kann nicht mal einen Drink heute Abend anbieten. Gwen lässt mich nicht, solange ich auf Schmerzmittel bin. Vielleicht könnten wir morgen zusammen essen oder sowas. Sollte mir bis dahin gut genug gehen, um die Wohnung zu verlassen. Von Arthur an Merlin. Betreff Re, 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 wie geht's dir? Oh, also wolltest du nicht, dass ich Morgana davon erzähle, wie Freya dich gefesselt und dir den Hintern versohlt hat, bis du dich im Versuch, frei zu kommen, so heftig gewunden hast, dass du dir dabei den Arm gebrochen hast? Mittagessen wäre gut, ich würde ja heute Abend vorbeikommen, aber ich werde dann wahrscheinlich zu erschöpft sein. Von Merlin an Arthur. Jesus Christus. Gwen hat das über meine Schulter gelesen, du Vollidiot. Angebot für Mittagessen mit sofortiger Wirkung widerrufen. <laughs> Unsinn. Sie weiß, dass es nicht wirklich passiert ist, aber sie schaut mich immer noch so an, als hätte sie keine Ahnung, was sie mit mir anstellen soll. Außerdem solltest du Freya ein bisschen mehr Anerkennung zollen. Sie würde ihren Job als Domina deutlich besser machen und mich nicht in irgendeiner Position festbinden, in der ich genug Druck auf meinem Arm ausüben könnte, um ihn mir zu brechen. Auch wenn ich es dir zutrauen würde, wir müssten dir erstmal beibringen, wie Bondage funktioniert. Und du unterschätzt mein Durchhaltevermögen. Arthur? Geht's dir gut? Arthur schafft es, den Blick von seinem Bildschirm zu lösen. Auch wenn er seine Gedanken nicht von der Vorstellung wegzerren kann, wie Merlin an ein Bett festgebunden und den Hintern versohl bekommen und es ihm gefällt, was deutlich verlockender ist als 90 Prozent der pornografischen Materials, das er jeden Tag zu Gesicht bekommt. Selbst wenn es überhaupt nicht das ist, was ihn normalerweise interessiert. Freya steht wieder an seiner Tür und sieht beunruhigt aus. Ja, mir geht's gut. Entschuldige, brauchst du irgendwas? Du wirkst ein wenig nervös, sagt sie langsam. Und das tust du sonst nicht, wenn du deine Finanzen durchsiehst. Außerdem warst du ziemlich in deinen Laptop vertieft. Oh, tut mir leid. Habe ich dich bei den Korrekturen für In Liebe verzaubert unterbrochen? Ich ich kann dich alleine lassen, wenn das so ist. Ich habe das Lesen sehr genossen und ich weiß, wie sehr du es hast, wenn dich jemand aus deinen Büchern herausreißt. Nein, ich mir ist nur ein bisschen zu warm, das ist alles, danke. Aber ich bin mit den Finanzen fertig, wenn du sie rüber zu Geoffrey bringen möchtest. Gut, dann mache ich das. Sie wirft ihm noch einen besorgten Blick zu. Und danach werde ich dir eine Flasche Wasser besorgen. Warum machst du nicht einfach zehn Minuten Pause vor deinem nächsten Telefonat? Es steht ansonsten gerade nichts Dringendes in deinem Terminkalender. Ja, ma'am. Entgegnet er so trocken, wie es ihm im Augenblick möglich erscheint, und winkt sie hinaus, sobald sie sich die Unterlagen geschnappt hat. Und dann sitzt er da und versucht nicht schon wieder an Merlin zu denken. An die Art, wie er sich unterbewusst im Schlaf näher an ihn herangerobbt hat. An die Art, wie sich seine Ohren immer noch ein wenig rot färben wenn Arthur versucht, sich in der Öffentlichkeit mit ihm über Korrekturvorschläge für Sexszenen zu unterhalten. Und daran, dass jeder, der jemals einen Liebesroman gelesen hat, weiß, dass zumindest einige der Sexszenen darin darauf basieren, was der Autor persönlich mag, und dass Arthur bislang keinen Autoren gefunden hat, dessen Sex er so gern liest wie Merlins. Und an die Tatsache, dass seine Lieblingsperson Kommentare ihm immer weit aufrichtiger von den Lippen kommen, als er es beabsichtigt. Und er kann immer noch nicht aufhören, daran zu denken, Merlin zu fesseln und ihn den Hintern zu versohlen. Verdammt! Verdammt!